heute ist ein guter Tag zum Angeln. Ja, so ist es. Ich gehe jetzt aber nicht angeln. Ich gehe jetzt erstmal. Da hinten komme ich nicht raus. Boah. Weil ich ja wieder so ein extravagantes Zimmer haben muss. Ich glaube, da hinten muss ich doch meine Artefakte abgeben. Nein, das ist die Karte. Aber wir geben trotzdem die Artefakte ab. Dann gehe ich zu Randvi und dann gucken wir mal, ob wir die Ragnarsons besuchen können. Ob die dann im Lager sind. Aber erstmal hierhin. Ich habe ein bisschen was für den. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ja, 7 Stück. Hier, nimm. Mehr Relikte für deine Sammlung. Was hast du mir da mitgebracht? Wundervoll. Und hier habe ich etwas für dich. Ich will mehr von diesen Artefakten. Ja, ist ja gut. Später. Vali, Eivor. Ausgegraut war das. 10 Stück. Aber ganz ehrlich, wo sind die Artefakte? Sind die dann irgendwo hier? Kann ich die mir da nochmal anschauen? Das wäre cool. Das war doch bei Syndicate so. Da hatte man dann alles in seinem Zug. Da kommt er echt nicht rein, ne? Warum glaube ich... Ja, komm, egal. Hin und her. Geh mal auf die Veranda, du. Das hat nur 2 Eingänge, das Langhaus. Was ist mit dir? Knut, was machst du hier? Eivor, wir brauchen deine Hilfe. Wer ist wir? Silver und Eira sind in Gefahr. Wir sind in den Wald gegangen und keine Zeit für Erklärungen. Du musst sofort mitkommen. Geht es ihnen gut? Nein, sie sind verletzt. Ziemlich schwer. Bring mich zu ihnen. Okay, dann machen wir erstmal das hier. Hilfe am Knut. Der kleine Knut. Ohne Katze. Wo sind sie? Da lang. Beeilen wir uns. Da geht's nicht zum Wald. Doch, da hinten. Ich wette, der läuft einen Umweg, genau. Wenn wir nicht da oben runtergehen können. Junge. Was ist passiert? Sind sie noch in Gefahr? Nicht, wenn wir uns beeilen. Hab wieder nur Trab. So ganz langsam joggen. Weil ich nicht hinterherkomme. Wo lang jetzt? Hier lang. Wir sind gleich da. Und Fuchs. Ich hab... am Freitag habe ich auch einen Fuchs gesehen. Knut, du musst mir sagen, was passiert ist. Nein. Du würdest es doch nicht verstehen. Glaub mir einfach. Der ist ganz langsam über die Straße gelaufen. Hunternherrl! Sehr gut, du hast Eivor hergebracht. Gut gemacht, Knut. Moment, was soll das? Entschuldige, Eivor. Wir mussten dich reinlegen. Aber das war nicht meine Idee, sondern Eiras. Lügen ist keine Art, meine Aufmerksamkeit zu erhaschen, Kinder. Aber wir haben einen Hund gefunden, der Hilfe braucht. Er sitzt in einer Falle fest. Wir dachten, du würdest nicht kommen, wenn es bloß um einen Hund ginge. Oh, das ist ein Wolf. Nach einem Hund, Eira. Das ist ein Wolf. Aber ein Wolf ist doch auch eine Art Hund, oder? Das hat meine Mutter gesagt. Natürlich ist das ein Hund. Hört euch das Gejaule an. Au! Armer Hund. Eivor, wenn du uns nicht hilfst, müssen wir ihn eben selbst befreien. Das wird nicht nötig sein. Ich kümmere mich darum. Wir müssen ihm helfen, sonst verhungert er. Armes Ding. Er winselt. Zeig mir, was vor uns liegt. Bestimmt schon. Ah! Das Schwein da, das hat einen Schlüssel gefressen. Oh nein! Ich glaube, das gönne ich mir erstmal. Boah, was macht denn der? Da drücke ich nicht hin, ey. Oh.
Boah, mit den Langschwertern hier, ne? Ich habe das vorhin mal ausgerüstet. Ich weiß nicht, ob mir das taugt. Macht jetzt zwar ein bisschen mehr Damage, aber ich habe da lieber meine Axt. Die ist schön schnell. Was war das? Weit? Weidmanns Heil. Oh, was ist hier denn noch drin? Zeig. Hä? Da schläft ja noch einer. Hä, der ist tot. Der war einfach tot. Und ich hab dem vergammelten Käse geklaut. Wenn das nicht aus der Truhe war. Und bete, dass ich ihn nicht von der Kinder erschlagen muss. Tagebuch des Jägers. Der Tisch ist gedeckt, aber er ist nie heimgekehrt. Wenigstens hat er nicht gelitten. In diesen Schädeln sind Bissspuren. Der Wolf muss ihm beim Jagen geholfen haben. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Der hat ihn eingesperrt. Ruhig, ganz ruhig. Eigentlich siehst du ganz freundlich aus. Warte, ganz ruhig. Ich lasse mich von Kindern täuschen und brülle Wölfe an. Und sowas nennt sich Krieger. Das ist ein schöner, großer Wolf. Alles in Ordnung? Habt ihr den Wolf gesehen? Ja, du hast ihn befreit. Großartig, Eivor. Aber er ist fortgelaufen, hat nicht mal Danke gesagt. Er wird zu seiner Familie gelaufen sein. Seine Mama und sein Papa waren bestimmt besorgt. Oder seine Wolfsfrau. Oder ihr Wolfsmann. Wer weiß das schon? Ich weiß nur, dass wir euch drei wieder zurück in die Siedlung bringen müssen, bevor eure Eltern noch denken, ihr wurdet von Wölfen gefressen. Oh, na gut. Kopf hoch, Knut. Du warst heute sehr mutig. Das wart ihr alle. Kopf hoch, Knut. In Zukunft erkundet ihr die Wälder nie mehr allein. Verstanden? Aber du ziehst ständig alleine los. Weil ich äußerst weise bin. Ihr müsst noch so viel lernen. Ja, aber wir sind zu dritt. Das gleicht es doch wieder aus. So Nein. läuft das leider nicht. Oh ja, das war ja so klar. Bleib zurück! Da ist er! Unser Wolffreund! Er kommt, um uns zu retten! Wir lieben den! Da, diese Axt, die werde ich, glaube ich, gleich wieder ausrüsten. Seid ihr wohlauf? Dank unseres Helden, dem Wolfshund. Wolfi. Was? Hund, Wolfi, Hulfi, wie ein Wolfshund. Nein, gefällt mir nicht. Wir sollten ihn Maus nennen. Was für ein Quatsch. Wir sollten ihn Kaubart nennen, weil er so gern alles zerkaut. Was meinst du, Eivor? Hulfi finde ich eigentlich ganz cool. Kaubart auch, Maus natürlich nicht. Kaubart. Hulfi, ich nehme Hulfi. Das klingt genauso absurd wie diese ganze Situation. Er ist unser bester Freund. Jetzt so, Moment. Inventar, ich habe hier auch was Neues. Okay, nur in der Tasche. Ich möchte diese Axt hier. Warte mal, warum? Warte mal, ich kann doch hier direkt vergleichen. So, Varins Axt. Ja. Mit der so rum. So, und jetzt müssen wir dann noch eine Rune dran klatschen.
plus 2, das ist auch gut hier mit Giftschaden. So. Endlich. Wir alle. Na gut. Wir wollten doch nur Abenteuer erleben wie du, Ava. Und das haben wir. Und wir haben einen neuen Freund. Das Wichtigste an Abenteuern ist, dass man seine Lehren daraus zieht. Wusstet ihr das? Ja, der langweilige Teil. Na. Nun, habt ihr Kinder heute irgendetwas über wilde Tiere gelernt? Vielleicht. Ja, wir freunden uns mit ihnen an. Sie sind die perfekten Gefährten und immer freundlich. Meine Mama hat immer gesagt, ich soll wilde Tiere meiden. Ihr habt ja keine Ahnung. Wie wäre es, wenn wir auf dem Heimweg still über das Gelernte nachdenken? Nur bis wir zu Hause sind. Bin ich gut. Ich bin dafür. Habe ich den Wolf jetzt eigentlich? Den Hulfi? Er scheint euch zu mögen. Natürlich. Wir haben ihn gerettet. Ohne uns würde er jetzt verrotten. So wie dieser Eber, den du erlegt hast. Das habt ihr gesehen? Wir sehen alles. Erzählt es nicht euren Eltern, verstanden? Ab nach Hause mit euch. Und vergesst euren neuen Freund nicht. Neue Fähigkeit. Bester Freund des Menschen. Oh ja. Will ich mitnehmen. Für was denn? Ja, genau. Nehmen wir B, denn auf X habe ich ja schon den Raben. So, jetzt schauen wir nochmal kurz. Ups, Fertigkeiten. Ich wollte, genau hier hinten war ich dran. Hat er das genommen? Ja. Oh nein, ich hätte das schon reingekonnt, ne? Verdammt, kann ich den wieder zurücksetzen? Das geht. So. Kann man eigentlich alles erreichen hier? Das würde ich gerne wissen. Man kann ja alles löschen und von vorne anfangen. Zum Beispiel halt nur in eine Richtung zu gehen. Das wird einem auch empfohlen, aber ganz ehrlich, ich bin jemand, der immer dann gerne alles erreichen möchte irgendwie. Gut, dann geht das Inventar auch nochmal durch. Wir haben ja auch noch diese Schatzkarten hier. Hä? Ach so. Platzierung. Schatzhortkarten, da unten. Reykjavik, Grantabrücksgier, Legrestasgier, East Engla. Das mache ich aber alles mal später, weil ich müsste dafür. Oder warte. Ich guck mal, ob's. Eigentlich ist ja alles zugänglich, ne? Da sind wir schon gewesen, meine ich. Das ist mit Text. Reykjavilki. Das kenne ich. Da müssen wir später nochmal hin. Legrestasgir. Wenn ich jetzt auf die Welt gehe. Wo ist denn hier Legrestasgir? Ach, hier. Das könnte schon diese Insel sein, ne? Und da gab es irgendwie eine Formation aus Felsen. Was war das? Da ist auch nördlich davon eine Befestigung. Und südlich davon an einem Berg. Unten. Hier war ein Kloster. Oder irgendwas. Nee, hätte jetzt auch was, kann auch was anderes sein. Also von der Form sieht es schon aus wie das Ding hier, ne? Aber das gucke ich mir alles später vielleicht nochmal an. Erstmal würde ich alle Schatzkarten haben. Ich habe das ja bei Origins mal in einem Stream dann gemacht, die Schatzkarten zu lösen. Aber
Kam jetzt nicht so dolle an. Hallo, Ava. Was macht er gleich? Jagdhütte. Ui. Wir können einiges bauen, ey. Ich glaube, das machen wir jetzt zum Schluss noch, oder? Was fehlt denn noch? Sei meine Augen. Handelsposten, Bäckerei. Wikingerhalle Erweiterung. Da muss ich aber auch noch auf Flussraubzüge gehen. Na, das sind doch die Hirnkünste und Streitigkeiten. Okay. Tätowierwerkstatt, Getreidehof, Viehhof. Boah, krass. Kartmacher. Den mache ich auf jeden Fall. Im nächsten Part. Hau da rein, bis dahin. Tschüss.